In der Schweiz werden rund 3 von 100 Kindern durch künstliche Befruchtung gezeugt. Der Ronny aus Wallerstadt ist eines von diesen Kindern, wo aus einer sogenannten In-vitro-Fertilisation, kurz IVF, entstanden ist. Der Wunsch nach Nachwuchs hatten seine Mutter Angelika und ihren Mann schon seit rund 10 Jahren gehabt. Nur hat es einfach nicht geklappt. In so einem Fall ist ein Kinderwunschzentrum wie in der Frauenklinik Fontana am Kantonsspital Graubünden eine wichtige Anlaufstelle. Seit November 2012 ist Naomi Ventura Leiterin des Kinderwunschzentrums. Sie befasst sich bei jedem Paar mit der individuellen, persönlichen und medizinischen Geschichte. Neben medizinischen Abklärungen, wie z.B. einer gynäkologischen Untersuchung oder der Prüfung der Spermienqualität, ist in dieser ersten Phase für sie vor allem eins im Vordergrund. Was ganz wichtig ist, auch, dass man sich nicht nur auf die medizinischen Fakten eigentlich stützt, sondern vor allem eben auch so ein bisschen die ganze psychosoziale Problematik dahinter unter Umständen oder der enorme Leidensdruck, der eben ein unerfüllter Kinderwunsch oder auch die Tabuisierung von diesem Thema kann hervorrufen kann, dass man deren ein bisschen auf den Grund geht und dort versucht zu unterstützen. Und dann natürlich, wenn man erfahren hat, was, wo eigentlich wirklich Probleme liegen, dass man die dann spezifisch, wirklich individuell, Fall zu Fall angeht, unterstützt und einfach das macht, was es braucht, nicht mehr und nicht weniger. Im ersten Schritt ist das häufig eine hormonelle Behandlung zur gesteuerten Auslösung vom Eisprung. Oder dann auch eine sogenannte Insemination, wobei ausgewählte und gesunde Spermien im Labor rausgefiltert und dann während dem Eisprung direkt in die Gebärmutter eingeführt werden. Angelika ist aber auch mit diesen Methoden nicht schwanger geworden. Durch die sogenannten konservativen Fruchtbarkeitsbehandlungen wird man nicht ans Ziel kommen. Das haben ihr auch die Ärzte klar gemacht. Eine künstliche Befruchtung hat das Paar aber ursprünglich nicht wollen. Am Abend heimkommen und natürlich nur noch Tränen, Ausbruch und alles. Ja, jetzt stehen wir hier. Der Traum ist natürlich geplatzt. Aber er hat dann gefunden, was ist jetzt das Problem? Wir haben ja noch die Chance, dann machen wir halt das auch noch. Und er hat dann gesagt, ja, wo hast du jetzt die Medikamente? Und er hat gerade sofort wollen starten. Und dann habe ich gesagt, ja, nein. Also, ja, irgendwo habe ich das schon noch mit ihm auch noch besprechen. Und dann hat man im nächsten Zyklus angefangen. Bin dann auch gerade sofort schwanger geworden. Und ja. Wir hatten dann halt noch ein bisschen Pech, es ist dann zu einer Fehlgeburt gekommen. Aber 6 Wochen später haben wir wieder angefangen, wieder schwanger geworden. Und der Kleine ist jetzt 18 Monate. Ja. Wie läuft so eine In-vitro-Fertilisation, also umgangssprachlich eine künstliche Befruchtung im Reagenzglas, genau ab? Zuerst werden ein paar Eizellen und Spermien entnommen. Das macht man im Fontana. Und auch die Wiedereinsetzung von befruchteten Eizellen findet in Chur statt. Die eigentliche Befruchtung von Eizellen im Reagenzglas, die passiert aber im Fachinstitut Fiore in St. Gallen. Also es ist eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Ich mit ihnen schon kommunizieren, wenn ich da einen neuen Zyklus anfange, dass sie Bescheid wissen, okay, innerhalb der nächsten 10 bis 15 Tage wird eine Punktion, also eine Eizellentnahme wahrscheinlich stattfinden. Dann kontaktiere ich sie nochmal, wenn es so weit ist, quasi wenn die Eizellen reif sind, wenn wir sie uns vorbereiten für die Entnahme. Dann ich sie nochmal kontaktieren, mit ihnen den Termin absprechen. Sie kommen auf Chur, nehmen die Eizellen, die ich entnehme, entgegennehmen, die Spermien auch, die wir hier gewinnen. Dann machen sie die Befruchtung selber in St. Gallen. Wir machen wieder den Termin absprechen zum Zurückführen der befruchteten Eizellen, also für den Embryotransfer, wo wir dann wieder hier in Chur durchführen. Befruchtung im Reagenzglas. Dieser Begriff führt schnell mal zu falschen Vorstellungen. Häufig meint man, verbunden mit so einer künstlichen Befruchtung, sei ein ganz massiver, drastischer Eingriff, wo man da bis aufs Genom runtergeht und noch Genmanipulation im Spiel ist. Aber konkret machen wir eigentlich nichts anderes, wie dass wir einen natürlichen Prozess an einem natürlichen Prozess nachhelfen für kurze Zeit außerhalb des Körpers. Und das, was im Körper sonst nicht zustande kam. Und dass wir dann so eine befruchtete Eizelle schlussendlich wieder in die Gebärmutter einführen. Also eigentlich ist eine künstliche Befruchtung gar nicht so sehr invasiv, wie man häufig annimmt. Sondern
Oft muss man einfach mechanische Barrieren überwinden, indem dass man das in vitro macht, also im Reagenzglas in dem Sinne. Aber wir nehmen eigentlich die unveränderten Eizellen und führen die einfach außerhalb vom Körper mit den Spermien zusammen und geben das wieder zurück. Im Labor von Fiore in St. Gallen wird genau darauf geschaut, dass die Umweltbedingungen für den Befruchtungsvorgang stimmen. Luftqualität und Temperatur, aber auch der Ionengehalt und der pH- und CO2-Wert der Trägerflüssigkeit sind entscheidend für das Gelingen. Das sind ganz sensible Konstrukte im Prinzip. Und solange man jetzt so Inkubationen macht in diesen Brutschränken rein, ist eigentlich kein Problem. Das Problem fängt eigentlich erst an, sobald man das aus dem Brutschrank rausnimmt. Oder? Das bedingt dann nachher, dass man relativ zügig schafft. Man muss speditiv arbeiten und doch sehr exakt. Das Gleiche gilt selbstverständlich nachher für wenn man beispielsweise Kryokonservierungen macht oder wenn man viele Patienten gleichzeitig, also viele Eizellen gleichzeitig unterwegs hat, dass ja nie eine Verwechslung entsteht. Strenge Regeln gibt auch das Gesetz vor. Es dürfen nicht mehr befruchtete Eizellen zu Embryonen weiterkultiviert werden, als auch wieder zurück in die Gebärmutter übertragen werden können. Das sind in der Regel zwei. Eine Selektion aus mehr Embryonen, etwa zur Bestimmung des Geschlechts, ist verboten. Anders als die Kosten für die Abklärungen oder Hormontherapien werden die Kosten für die künstliche Befruchtung nicht von der Krankenkasse übernommen. Das sind zwischen 5'000 und 10'000 Franken. Die Nachfrage nach Kinderwunschbehandlungen steigt aber trotzdem. Ein wichtiger Faktor, wegen Ausbildung und Karriere wünschen sich viele Frauen erst recht spät ein Kind. Man weiss einfach, die Fruchtbarkeit der Frau nimmt mit dem Alter ab. Ab 35 fährt die wirklich versinken, ab 40 massiv. So, dass es ab 40 dann schon unter Umständen sehr schwierig werden kann. Aber der andere Aspekt ist halt auch durch Umwelteinflüsse. Wahrscheinlich, wir haben keinen Beweis dafür, aber wahrscheinlich hat sich die Qualität der Spermien in den letzten 20 Jahren massiv verschlechtert. Also das wissen wir, das sehen wir, dass natürlich auch von der männlichen Seite auch die Problematik massiv zugenommen hat. Im Fiore werden dank neuester Technik bestmögliche Bedingungen geschaffen, damit die IVF-Behandlungen Erfolg haben. Andererseits muss man sehen, wird man trotzdem an eine Grenze von der Schwangerschaftsrate, weil es gibt halt einfach so und so viele Fälle, wo gar nichts hilft. Und mindestens 5% von allen Paaren haben unerfüllten Kinderwunsch, den man nicht erklären kann. Obwohl vielleicht alle Voraussetzungen stimmen, werden sie einfach nicht schwanger. Weil nur mit einem intakten Embryo zurückgeben der Frau ist es eben noch nicht getan, sondern es kommen dann zahlreiche physiologische Komponenten dazu, die Voraussetzung sind, dass eine Schwangerschaft überhaupt zustande kommt. Bei Angelika Raschle hat es geklappt. Ihr langjähriger Kinderwunsch konnte durch die künstliche Befruchtung im Reagenzglas erfüllt werden. Es ist ein Wunder, wo man einfach wirklich muss danken muss. Die Medizin danken, aber auch dem Herrgott oben. Weil ich denke, es gibt immer noch ein paar, wo es aus irgendwelchen Gründen halt immer noch nicht funktioniert. Diesen Gründen auf die Spur zu kommen und wenn möglich Abhilfe zu arbeiten, das ist das Ziel des Teams im Kinderwunschzentrum Ihrer Frauenklinik Fontane am Kantonsspital Graubünden.